Da ist ein Mogri-Postbote. Oh nein, seine Tasche ist viel zu schwer. Oh no. Kann ich dir helfen, Bruder? Grüß dich, Großer. Ich bin ein Mogri-Postbote, Kupo. Oh, ich weiß schon, was du denkst. Mogris verstecken sich in Bäumen und vermeiden den Kontakt mit Fremden. Warum sollten sie Briefe durch die Gegend tragen? Da hast du recht. Wenn es nach mir ginge, würde ich es mir im Wipfel einer großen Eiche bequem machen und von einer wunderschönen Mogri-Dame mit einem regenbogenfarbenen Puschel träumen, Kupo. Aber nein, der Mond musste ja vom Himmel fallen und all diese Aufregung verursachen. Eteriten wurden zerschmettert und Kontaktperlen nutzlos. Viele Monde lang hatten die armen, flügellosen Leute von Eosea keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, außer sich die Lunge aus dem Leib zu schreien, was niemandem wirklich gefiel, Kupo. Bis uns die Freunde des Waldes darum baten, ihnen bei der Übermittlung von Nachrichten zu helfen. Zunächst hatten wir Bedenken, uns zu zeigen. Wir dachten, ihr würdet uns fangen und uns das Fell abziehen, so wie ihr das mit all den anderen Waldbewohnern macht. Aber als wir merkten, wie sehr wir geschätzt wurden, wussten wir, dass wir unsere neue Berufung gefunden haben. Von diesem Tag an haben wir auf unsere Puschel geschworen, all eure wichtigen Nachrichten so schnell wie möglich zu überbringen. Noch keine neuen Briefe für dich, Kupo. Tja, da hat er direkt reingeschissen. Dann müssen wir ihm wohl doch das Fell abziehen, ha? Zeig Regenbogenpuscheln, aber hallo. Gut, da sind wir wieder. Ich grüße die piekenden Freunde. Hallo. Da bist du ja wieder. Hast du dich an den Umgang mit deiner Waffe gewöhnt? Je öfter du zustößt oder schlägst, umso treffsicherer und kraftvoller werden deine Angriffe. Noch wichtiger jedoch ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass du mutig bist. Mut ist der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Du wirst sicher schnell Fortschritte machen. Hier, nimm dieses Bestiarium. Darin sind Monster aufgeführt, die sich als Gegner für Pikeniere besonders eignen. Kämpfe gegen sie, um dein Können und deinen Mut zu trainieren. Natürlich gibt es viele Wege, die ans Ziel führen, doch das Bestiarium kann dir zumindest ein Wegweiser sein. Nun ziehe hinaus in die Wälder und suche die Herausforderung. Schwinge deine Waffe, bis sie dir wie eine natürliche Verlängerung deiner Arme vorkommt. Wohlan, Pikenier, Craftus McCraftface. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich schon auf unser Wiedersehen. Sobald du als Pikenier Stufe 5 erreicht hast, kannst du von Ivan den nächsten Gildenauftrag erhalten. Okay. Dankeschön. Das Bestiarium. Das zeichnet deine Fortschritte beim Erlegen bestimmter Kreaturen auf. Durch den Abschluss dieser Aufgaben erhältst du Belohnungen und schaltest neue Herausforderungen frei. Notizbuch im Hauptmenü. Über die Taste B kann ich sie recht öffnen. Aha. Bupp. Da ist es. Ach schön, Marienkäfer. Ah ja, und da sammeln wir Erfahrung über diese Gegner, indem wir sie massiv zerballern. Wunderbar. Das ist genau der Erfahrungsweg, auf den ich Bock habe. Kannst du auch die kleinen blauen Kristalle ansprechen, hat diese Wegweiser. Die Porten tatsächlich auch. Ah, guck. Das ist ja good to know. Dankeschön. Ewan möchte dir an praktischen Beispielen verdeutlichen, was Pikeniere unter Mut verstehen. Der faltet mich jetzt komplett zusammen. Ah, da bist du ja wieder. Wenn du bereit bist, können wir mit deiner Ausbildung fortfahren. Wie ich dir bereits beim letzten Mal gesagt habe, ist Mut der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Damit meine ich die Bereitschaft, im richtigen Moment das Nötige zu tun, auch wenn dabei das eigene Wohl auf dem Spiel steht. Das ist etwas anderes, als sich Hals über Kopf in jede Gefahr zu stürzen. Also musst du lernen, Mut von Verwegenheit zu unterscheiden. Das, was wir Pikeniere unter Mut verstehen, setzt sich aus zwei Aspekten zusammen. Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Wer im Kampf einer Übermacht gegenübersteht, verfällt leicht in Panik. Der Kopf scheint plötzlich wie leergefegt, das Blut pocht in den Ohren und der Instinkt übernimmt die Kontrolle über den Körper. Als Pikenier musst du in solchen Momenten einen ruhigen Kopf bewahren. Selbstbeherrschung erlaubt es dir, auch in Krisensituationen wohl überlegt zu handeln und deine antrainierten Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. An den Flussufern im tiefen Wald leben gefährliche Jasons, die jeden angreifen, der sich in ihre Nähe wagt. Häufig fallen ihnen arglose Angler und Abenteurer zum Opfer. Typischerweise jagen sie in kleinen Gruppen. Sie umzingeln ihre Beute, verwirren sie und versetzen ihr dann blitzschnell den Todesstoß.
Ich möchte sehen, wie du dich in einer solchen Situation schlägst, wenn ich einen Todesstoß kassiere. Ehre? Also, nimm diese Köder und bring sie an zwei Nestern dieser Raubtiere an. Wenn du Glück hast, wirst du damit nur einen Jason anlocken. Doch wie reagierst du, wenn sich plötzlich zwei, drei oder noch mehr von allen Seiten auf dich stürzen? Nun, das werden wir bald erleben. Tu, was ich dir aufgetragen habe und denk daran, immer schön die Beherrschung bewahren. Ja, da bin ich absolut meisterhaft drin, ne? Ich würde nie irgendwie schreiend durch die Gegend rollen oder so. Niemals. Schlüsselgegenstände. Die kann ich benutzen, indem ich einen Rechtsklick auf das Ziel und dann Rechtsklick auf das passende Icon mache. Okay, im Untermenü benutzen. Oh wait, Eva Inventar. Was haben wir hier jetzt? Grad 1 Dunkelmaterie haben wir auch noch. Okay. Damn. Im Untermenü. Schlüsselgegenstände. Komme ich da hier rüber auch ran? Das sind einfach die Slot-Taschen. Ah ja, aber hier sind sie. Proviantpaket. Okay, Beschreibung senden. Benutzen. Stinkender Köder. Verdorbenes Fleisch, in dem sich Maden tummeln. Okay, cool. Danke dafür. Naja. Herr Gildenmeister, ich freue mich voll über den Auftrag. Dann lass mal gucken, ob wir so einen kleinen Schnellreisekristall hier innerhalb der Stadt finden. Da ist einer. Stadtätherit. Ach, siehste. Und ich dachte, das sind nur Wegweiser, die dann sagen, das hier ist der Stadtätherit oder die Stadtätherit oder so. Aber das ist einfach der Stadtätherit, mit dem wir dann reisen können. Ah, wir harmonisieren uns auch hier. Zack. Und dann können wir uns direkt zur Gilde porten. Das ist natürlich insane. Indem du so einen berührst, kannst du dich frei zu anderen Punkten in der Stadt porten. Ah ja. Haben wir ein ganzes Netzwerk. Das ist cool. Okay. Ja, das spart natürlich hier und da ein bisschen Zeit, ne? Und wir haben sogar auf dieser Karte auch die Questmarker parat. Das ist ja cool. Gerbergilde. Da haben wir uns jetzt halt nur noch nicht harmonisiert, aber rein theoretisch kann man damit dann wirklich von allen markanten Punkten, gerade bei den Gilden hin und her, ne? Das ist cool. Ist es bisher noch so... Warte, wo bist du hin? Da, ist es bisher noch so, wie du es in Erinnerung hast? Ja, tatsächlich, also diesen Start hatte ich auch damals. Ich kann ja nochmal gucken, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Vergesse es immer wieder, ich habe ja kein Zeitgefühl. Final Fantasy auf YouTube. Und dann Datum umdrehen. Da hatte ich gespielt 2014 zuletzt. Da war der Start auf jeden Fall so ähnlich. Und da habe ich mich noch erinnert an dieses Ankommen mit dem Wagen und so, ja. Aber gleichermaßen 10 Jahre her, ne? So, hier war unsere gute Freundin. Bei der können wir uns gleich die nächste Quest mal snacken. Hallöchen. Na, ich sehe blau. Ja. Besuch am Stumm. Mayon, die Besitzerin des Hexenstübchens, hält nach Abenteurern Ausschau, denen sie die Ausbildungsstätte am Stubben empfehlen kann. Das klingt doch nett, der Stubben. Warst du da schon mal am Stubben? Der Stubben liegt direkt vor der Stadt, hinter den Blaudachspforten. Dort bildet die Bruderschaft der Morgenwieper ihre Soldaten aus. Einer der Ausbilder, den ich kenne, ist immer auf der Suche nach Unterstützern. Er heißt Galfried und er freut sich sicher, wenn du dich bei ihm vorstellst. Der Wald ist heutzutage alles andere als sicher. Ich rate dir, den Weg keinesfalls zu verlassen. Na, das ging ja schnell. Die Ausbildung am Stumm. Jetzt schnell 5-mal hintereinander sagen. Jawohl, Weltrekord! Let's go! Find's mega cool, dass du das antestest. Ist ja sehr storylastig, meine Frau spielt das. Ich habe nicht genug Geduld, mir das alles durchzulesen, aber ich höre dir da sehr gerne zu. Das freut mich. So. Yo, was ist er denn? Die schnellste Frau von Tanalan. What? Und wer bist denn du? Der hat ja einen Hut auf. Junge. Wer ist er denn? Das ist ja geil. Das ist einfach Rittersporn als Schokobo. Cool. Reittiere mit Hüten. Das ist es einfach, Leute. Das ist es. Yo, und der jumpt jetzt hier komplett rum. Optimus Prime ist einfach am Stizzle. Ja, dann können wir jetzt unseren neuen Move testen, ne? Hier die Combo. Boom. Und den hinterher.
Ja, nice. Weil da haben wir jetzt gelernt, dass sie sich gegenseitig bedingen. Leider auch so eine Art Global Cooldown sharen, wie es aussieht. Aber die 2 können wir nur hämmern, wenn die 1 erfolgreich gesessen hat hier. Zack. Und dann warten wir um 2 hinterher. Nice. Ja, und so hast du sicherlich nachher einiges im Repertoire, was du dann entsprechend kombinieren kannst, ne? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Brauchten wir Marienkäfer auch noch? Nee, ne? Forstfungi brauchten wir. Und die Hörnchen mussten wir vernichten. Die Käfer haben halt auch noch irgendein Symbol oben drüber, aber das hier ist ein bisschen auffälliger. Das ist auf jeden Fall für unsere Quest. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen rauszoomen, damit wir auch erkennen, was wir hier machen, Junge. Zack. Ja, genau. Die Dynamik wollte ich eigentlich sagen, aber war auch ganz schön. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Die Dynamik ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schicke. Das ist mir ja sogar schon aufgefallen, als ich nur eine Fähigkeit hatte. Das war ja ein ganz anderer Fähigkeitsflow, als man das auch von anderen gewohnt ist. Oh, das ist wegen dem Bestiarium. Ah, okay, danke schön. Ja, da mussten wir, glaube ich, irgendwie 3 töten oder so. Und dann haben wir da ja auch was in Erfahrung bringen können. Nachdem wir 3 getötet haben, steht dann im Bestiarium drin, du kannst sie töten. Danke, Bestiarium. Wieder was gelernt. Ah, gucke hier. Ja, ja, da ist es aufgeploppt. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, ein Schneemann. Das ist auch gar nicht verstörend. Tschüss, Herr Schneemann. Ja, hatte Weihnachtsmann und Coca-G ein bisschen anders in Erinnerung, aber gut, manchmal ist ja je nach Welt, in der man sich befindet, auch ein bisschen anders. Hier sind gleich die Fungi, Junge. Oha, hat ein anderer angegriffen. Aber wir können mitmachen. Denn wir haben vorhin gelesen, das wird alles geteilt hier. Sehr brüderlich. Und das ist auch wichtig. Das ist ja eine der Sachen, die mir auch in Classic manchmal noch am meisten auf den Sack geht. Ne? Wie räudig sich da Sachen in der Open World teilen, wenn man die taggt oder eben auch nicht. Und da bin ich ja sogar in Retail manchmal noch nicht ganz zufrieden. Gerade wenn es dann um Fraktionszusammenschluss und ähnliches geht. Ja. Da hätte ich gern einfach mehr. Fyrak weiß das. Der lacht mir ins Ohr. Der Frechdachs. Wikinia mit 10 wunderbaren Abo-Geschenken. Yo, vielen Dank, vielen Dank. Auch an Metzke mit dem frischen Prime. Dankeschön. Wir gucken heute zum ersten Mal bei Final Fantasy rein, genau. Da haben die Freunde von Final ein bisschen Sponsoring gegönnt und haben gesagt, guck da mal rein. Zeig mal, was da los ist, wenn ihr gerne kostenlos testen wollt, Ausrufezeichen Final, gern mal reinschauen. Und haben wir ja immer gesagt, ne, wenn mal ein bisschen WoW-Flaute ist und wir mal Zeit haben, bei einem anderen MMO wieder reinzustänkern, dann wird es mit Sicherheit Final werden. Und da hat das jetzt ganz gut funktioniert, ja. Und da sind wir bei unseren nächsten Freunden. Was ist denn hier so los? Wir sehen Trainingsattrappen. Wir sehen Leute, die am Feuer chillen. Oh, es ist auch gerade wirklich dunkel hier, ne? Guck mal. Oh, der Himmel. Wow. Das ist ja schön. Das ist mal eine ordentliche Nacht hier, Junge. Insane. Ein Paket. Ja, haben wir. Guck mal hier. Zack. Einmal für dich. Hoffe, du freust dich. War ein echt langer Weg. Oh, und ich darf mir was aussuchen. Wir können Geld nehmen. Oder eine Hanfstrumpfhose. Oder einen Hanf-Saruel. Okay, Bonduel kenne ich. Wo steht denn da was? Alle Klassen ab Stufe 5. Krieger ab Stufe 5. Ja, kann ich aber anlegen, ne? Ist alles grün. Lehmbrauner Farbstoff. Oh, wir hatten auch so ein Färbesystem, ne? Jo. Krass. Geschick. Dunkelmaterie. Projektion. Verwertung. Ich glaube, das ist gerade für uns alles noch nicht so relevant. Da müssen wir, glaube ich, keine halbe Stunde jedes Mal investieren hier bei den Questbeschreibungen. Item-Beschreibungen, meine ich. Jawohl. Neue Fähigkeit, Level-Up und das Arsenal. Ah, damit ist unser Ausrüstungssystem gemeint, okay. Aber ich schätze mal, das ist overall doch überschaubar. Dachte ich, habe ich die Hose direkt angelegt oder was? Nee. Reiterhose. Aha. Das Ausrüstungssystem in Final Fantasy erlaubt es dir, deine Klasse oder deinen Job zu wechseln. Da hören wir es nochmal, gerade von gesprochener Timing. Indem du die Waffe oder das Werkzeug in deiner Haupthand änderst. Daher empfiehlt es sich, immer mehrere Ausrüstungssets parat zu haben,
Da all diese Ausrüstungsgegenstände enorm viel Platz im Inventar einnehmen würden, verfügt jeder Abenteurer über ein Arsenal. Big. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Entscheidung. Alle Ausrüstungsgegenstände, die du kaufst oder findest, werden automatisch im Arsenal abgelegt, wodurch du im Inventar mehr Platz hast, um Tränke, Synthesematerial und Nahrungsmittel zu verstauen. Ausrüstungsgegenstände in deinem Arsenal sind kategorisiert und nach Arten sortiert. Du kannst sie direkt aus dem Arsenalfenster heraus anlegen oder wegwerfen. Das Arsenal findest du in der Sektion Character des Hauptmenüs unter Arsenal oder Steuerung I. Steuerung I. Ich habe immer Angst, dass der Stream dann ausgeht, weil ich nicht weiß, auf welchem Shortkey-Stream an-aus bei mir liegt. Aber wenn ich es irgendwann treffe, dann merken wir es schon, ne? Neue Hose. Ey, angelegt. Nice, Junge. Einfach der Hosenlord jetzt am Stissel. Ja, das ist natürlich cool, dass du dann über deinen Waffenswitch das veränderst und dann auch hier ein extra Menü für jede Art von Rüstung auch hast. Das ist wirklich, wirklich cool. Okay. Jo, wait, ihr habt keine Main-Quests. Gestresste Rekruten, ja, die könnt ihr behalten. Wir wollten ablehnen. So, wir wollten vor allem in Richtung Main-Quests weiter gucken. Aber die ist hier drüben, bei Galfried, jawohl. Den haben wir gesucht, den Frechdachs. Seid gegrüßt, Kraftus McCraftface. Millionen hat dein Kommen angekündigt. Ich heiße Galfried und bilde hier am Stuppen Rekruten der Bruderschaft der Morgenviper aus. Danke, dass du uns deine Hilfe anbietest. Die große Katastrophe vor 5 Jahren hat viel verändert. Die Macht der Gebiete wurde geschwächt, der Gebieter vor allem, und das Gleichgewicht des Waldes zerstört. Es fehlt nur noch das Recht des Stärkeren, und die Schwachen werden aussortiert. Viele haben ihr Leben verloren. Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht zu sehen, aber der Wald steht kurz vor dem Zusammenbruch. Als Bewohner von Gridania ist es unsere Pflicht, den Wald zu heilen und zu beschützen. Und dich als Abenteurer bitte ich, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen. Hör dich um, wo du dich nützlich machen kannst, und steh den Leuten bei. Mögen die Gebieter mit dir sein. Okay, oh, Schuhe. Bearbeitete Kniestiefel, yeah. Steuerung I, nice. Und Schuhe und Stiefel, boom. Okay, ich bin drin, Leute. Der Equipmeister, da ist er. Sehr gut. Musterung. Hauptmann Galfried, der die Ausbildung am Stuppen leitet, möchte sicherstellen, dass du bereit für seine Aufträge bist, indem er die Qualität deiner Ausrüstung inspiziert. Wäre geil, wenn er jetzt die Schuhe, die er mir gerade gegeben hat, total kacke findet, Mann. Hoppala. Wie ich sehe, kannst du es kaum erwarten, uns zu helfen, Kraftus. Bevor ich dich jedoch in den Wald entsende, muss ich sicherstellen, dass deine Ausrüstung den dort lauernden Gefahren gewachsen ist. Du musst wissen, dass in den 5 Jahren seit der 7. Katastrophe viele Kreaturen des Waldes, der Einkehr, zu bösartigen und blutrünstigen Monstern mutiert sind. Ohne anständige Ausrüstung durch den Wald zu streifen, kommt einem Selbstmord gleich. Ich schlage vor, du nimmst dir ein wenig Zeit, um deine Ausrüstung zu überdenken. Sobald du damit zufrieden bist, melde dich bei mir zur Musterung. Rüste dich an Kopf, Rumpf, Händen, Beinen, Füßen und Gegenständen von mindestens Gegenstandsstufe 5 aus. Melde dich dann zur Musterung. Okay. Ja, kann ich im Hauptmenü betrachten. Da sieht es noch nicht ganz so gut aus. Ach, und hier können wir aber auch einfach draufklicken. Okay, okay. Ja, und Story ist halt wirklich das Aushängeschild von dem Game. Ja, wir haben was vorhin beschrieben. Mir wurde immer erzählt, dass du in Final Fantasy auch nicht so den MMO-Faktor hast als das Ding schlechthin, wo alles drumherum gebaut wird, sondern du hast eher so einen storylastigen Singleplayer, aber mit MMO-Elementen, ja, die das Ganze ergänzen und ausschmücken. Und das ist halt schon das, wo auch Stärke liegt. Es gibt sicherlich auch Spieler, die dann vor allem die Raids böllern und so, ja, oder einen auf Wirtschaftssimulation machen oder. Aber das ist so das Feeling, an das man sich eigentlich, ja, gewöhnen sollte oder was sie ursprünglich transportieren wollten. Was dann die Playerbase draus macht, ist dann immer nochmal eine andere Geschichte, ja. Aber da ist natürlich auch ein großer Unterschied zu MMOs, die dann auch vor allem MMOs sein wollen, ne? So, wir haben halt nichts zum Ausrüsten. Das heißt, wir müssen irgendwo was kaufen oder über Quests was kriegen, ne?
Ganz oben im Charaktermenü, da siehst du auch ein blaues Männchen. Damit rüstest du das beste Gear aus. Oh, das hier. Ausrüstung optimieren. Ah, okay. Da ist anscheinend ein Ring dabei. Nice. Die optimale Ausrüstung. Das ist natürlich auch cool. Dankeschön. Wo? Steht hier zufällig ein Händler bei? Freibriefe? Reparaturen. Vielleicht hat die ja einen Helm für mich oder so. Mal gucken. Waffen, Werkzeuge, Rüstungen, Krieger, Magier. Das klingt gut. Was hast du denn? Bronze-Kettenhaube. 264 kostet die. Und wo sehe ich denn die Gegenstandsstufe? Ab Stufe 8. Oh, das ist nicht so gut. Nur neu hinzugefügt? Nee, ich brauche was Kleineres. Ab Stufe 5. Na, das klingt doch gut. Dann kaufe ich die jetzt. So, kaufen. Sehr schön. Okay, was brauchten wir noch? Überschreibe ich das jetzt? Oh, das bleibt offen. Das ist ja so geil, dass du es zwar überschreibst, aber nicht nochmal neu mit dem Händler quatschen musst. Das ist ultra big. Das geht mir manchmal so auf den Sack, wenn ich in anderen Games was Fettfinger und dann sind auf einmal alle Fenster zu und hier einfach noch da. Sehr, sehr cool. Okay, das heißt, bei Kopf können wir jetzt unsere geile Augenklappe anlegen. Bam. Ausrüstung kann jetzt nicht gewechselt werden. Dafür muss ich weg von ihr, oder was? Warte. Warte, jetzt wollten sie mich doch nochmal ein bisschen tricken. Aha, okay, so geht. Sehr, sehr gut. Was fehlt noch? Nebenhand nicht? Nö, ich glaube fast. Das war's schon, ja. Sehr cool. Jetzt haben wir eine fetzige Augenklappe. Und Händler, ich glaube, mit denen kommen wir klar. Da ich das jetzt geschafft habe, hab zwar ein Auge verloren für die nächste Quest, aber da musst du wenigstens das Elend des eigenen Gameplays nicht sehen, weißt du? Hiroki mit dem 9. Vielen Dank, wird langsam Sommer, ne? Ich sag dir das. Schmerzen. Pyro, hallöchen. Ja dann, Galfried, bin ich ready. Ich bin keimig und bereit. Bereit zur Musterung? Gut, dann mal los. Augen geradeaus, er sieht gar nicht, wo ich hingucke. Und Rücken gestreckt. Ja, ich denke, du hast die Musterung bestanden. Das war ja total kompliziert. Du wärst überrascht, wie viele junge, vielversprechende Soldaten ihr Leben lassen, weil sie ohne passende Ausrüstung in die Wälder aufbrechen. Deine Ausrüstung jedoch scheint auf dem neuesten Stand zu sein. Du bist bereit für den Dienst, Kraftos. Musterung. Oh, neue Waffe. Die Knochenharpune. Jo, krass. Ich krieg eine Knochenharpune und so ein Waldläufer bekommt einen Ahornzweig. Ah nee, ist eine Druidenwaffe. Dachte, so heißt der Bogen. Einfach so ein Zweig, Junge. Let's go. Hey, läuft bei uns. Sehr schön. Dann können wir hier neue Waffe anlegen. Bam. Boah, sick. Das ist so eine wie von den Wachen hier. Das ist ja sehr cool. Sind wir gleich auf, ey, wenn die uns jetzt dumm kommen, ne? Dann gibt's aber aufs Maul. Ah, Kraftus McCraftface. Deine unermüdlichen Bemühungen zeichnen dich als wahren Freund Gridanias aus. Ich denke, du kannst mit einer besonderen Aufgabe betraut werden. Sie betrifft verdächtige Machenschaften, die wir im Finsterwald beobachten. Wenn du uns deine Hilfe zusicherst, gehe ich mehr ins Detail. Der braucht meine Hilfe, ja. Machen wir. Easy. Junge, ich bin ganz schön groß, ne? Gut, Zeit ist kostbar, also hör mir zu. Ich denke, die Gerüchte davon sind auch bereits zu dir vorgedrungen. Eine höchst suspekte Gestalt treibt sich im Unterholz herum. Er ist bestimmt einer von euch. Wer macht hier Unsinn? Und genau zur selben Zeit wurden auch die Ixal auf einmal seltsam geschäftig. Ein Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen. Aber irgendwie ist es, als ahne der Feind unsere Bewegungen voraus. Wie viele Späher wir auch ausschicken, um die Lage zu erfassen, wir können den Urheber der Vorgänge einfach nicht finden. Und da unsere Einheiten mit ihrer Weisheit am Ende sind, müssen wir jemanden ausschicken, den der Feind nicht erwartet und nicht verdächtigt. So jemanden wie dich. Die Unruhe im Volk muss eingedämmt werden. Wir müssen unbedingt herausfinden, was da im Gange ist. Vielen Dank. Mit deiner Hilfe werden wir bald Klarheit haben. Beginne deine Suche am Morgri-Stubben. Dort sind die meisten Sichtungen gemeldet worden. Wir werden uns von dort fernhalten, da wir keinen Bock auf dich haben. Du bist ganz auf dich allein gestellt. Damn, es war ein bisschen toxisch jetzt am Ende.
Na gut. So ist auch unser Garfield. Bring nachher Lasagne mit, Mann. Dann machen wir uns einen bunten. Da drüben ist so ein zeitliches Event wieder. Okay. Wir sollten aber... Oh, erstmal klarkommen mit der Karte gerade. Wir sollten aber woanders hin. Wie hätte ich das vorhin gemacht? Mogri-Stubben. Ja. Karte. Dann wird... Ah, da oben. Da wird es nochmal neu markiert. Das war jetzt ein bisschen unlucky, weil der Marker genau unter der Schrift lag. Aber guck mal, man kann sich sehr schnell selber weiterhelfen. Cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Ja, einige haben auch Bock bekommen, sehe ich gerade. Download dauert ein bisschen. Spiel ist ein bisschen größer, ja. Das stimmt. Am besten über Nacht laufen lassen oder so. Dann schön am nächsten Tag reinzocken. Und am besten natürlich über meinen Link, ne? Ausrufezeichen Final. Und dann seid ihr da gleich auf der richtigen Route. Ah ja, jetzt könnten wir hier Pilze natzen. Und das sind diese Fate-Events. Die haben wir vorhin ja vorgestellt bekommen. Nice. Und man kann auch einfach direkt auf die Quest ohne Karte aufmachen. Wenn ich einfach hier jetzt sage, bupp. Ah ja. Und dann aber hier unten Karte, ne? Zack. Und dann ballert das. Oder gibt es noch einen schnelleren Button sogar? Irgendein Symbol hier. Ah, warte mal. Es macht was anderes auf. Es ist ein Unterschied, ob ich hier drücke. Dann kommt nochmal die Beschreibung. Oder auf das Blaue. Ah, okay, okay, cool. Good to know. Dankeschön. Und hier sollen wir... Wow, was hat der gemacht? Der hatte erstmal einen Anfall hier. Aber schick hinterm Wasserfall. Das heißt, hier gibt es den richtig fetten Loot, ne? Let's fetz. Oder Glasfaser haben. Bin auch gerade am Ziehen. In 30 Minuten ist es fertig. Glasfaser. Natürlich Big Win in der Hinsicht, ja. Ehre. Find super, dass man da geduzt wird und nicht mit ihr und euch angesprochen wird. Ja, weil wir einfach auch der Dulli vom Dienst gerade sind, ne? Wir haben auch keinen Respekt verdient. Wir sind hier eins mit den Wachen. Das sind einfach unsere Brudis. Da ist ein Schwert. Das steckt hier. Werde ich jetzt König von England oder so. Das sieht aber nicht gesund aus, das Schwert. Die Krieger von Hammerfall haben gebogene Schwerter. Okay. Nun beginnt ein Instanzkampf. Das ist aber nett, dass wir das als Info kriegen. Junge, imagine, findest im Wald irgendeinen so seltsam aussehenden Stock, hebst ihn auf einmal hörst du Bossmusik und über dir kommt so ein Disclaimer. Nun beginnt ein Instanzkampf. Hoppala. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Aha. Lies dir den Tutorial-Text gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Alles klar. Der Kampf von Freund oder Feind beginnt. Dieser Inhalt unterliegt einer automatischen Stufenanpassung. Wenn dein Charakter den folgenden Wert übersteigt, wird eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Oh, auch cool. Damit du es nicht so komplett outleveln kannst. Geh du mal weg hier, das ist mein Schwert jetzt. Du wirst nicht König. Umdrehen, komm. Abmarsch. Ah, der ist gierig, der Käfer, der hört nicht. Du bist im Begriff, eine besondere Gefechtszone zu betreten. Diese Gebiete sind für entscheidende Schlachten vorgesehen, in denen besondere Umwelteinflüsse oder mächtige Bossmonster vorkommen. Zonenziele können in der Aufgabenliste eingesehen werden. Für die Dauer des Kampfes ist es nicht möglich, die rote Linie zu überschreiten, die im Feld angezeigt wird. Du verlässt die Zone automatisch, sobald alle Auftragsziele erreicht wurden. Na gut. Dann, let's go. Da gehen wir rein. Ja, moin. Es ist ruhig. Zu. Hey, da ist uns jemand zuvorgekommen. Ruhig. Ja, hallo. Nice. Ach du meine Güte, da steckt ein Schwert drin? Das ist aber gar nicht gut. Okay. Sowas bringt schnell Ärger. Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschrat... Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber der feine Herr würde lieber seinen Stab verschlucken, als seine Fehler einzugestehen. Sie lassen sie überhaupt nicht ausreden. Gar keinen Bock. Kublokop, kennst du ihn etwa? Kublokop. Wir sind in derselben Kutsche.
gefahren, Kupo. Erinnerst du dich? Oh, ja. Mit dem Sufi. Hm? Der Jumba-Nacktscanner. Und? Wie sind die Werte? Genau wie vorhin. Auch hier wurde der Äther empfindlich gestört. Ganz vor kurzem. Wenn Kuplo recht hat und du unschuldig bist, wer könnte dann der Übeltäter sein? Ja, da haben wir jetzt doofes Timing, ne? Seit der Katastrophe vor 5 Jahren ist der Wald äußerst empfindlich. Der kleinste Wirbel im Erdfluss und... Aha. Schon passiert sowas. Oh, so ein Waldschrat. Oh, er hat rote Augen. Oh, er hat Freunde. Das bin ich als MMO-Spieler nicht gewöhnt. Aber die sind bestimmt... Uns bleibt wohl keine Wahl. Beide ultra heftig. Jau. Der Schlagring ist größer als mein Kopf. Oh, ich hätte mir meine neue Fähigkeit durchlesen sollen, oder? Vitalwallung. Naja, let's fetz, die tanken das schon. Boom, Junge. Da gehen wir schön rein. Zack. So, immer in der Kombo hier. Und sie fighten ja auch da vorne mit. Guck mal, die tanken sogar. Wir müssen nur gucken, dass wir hier aus der Schussreichweite bleiben. Und dann ballert das. Jawohl, da ist er schon down. Oh, mit Tap kommen wir auch ganz entspannt durch. Das ist super. Ja, noch alles schön synchronisiert gewesen. Stimmeinstellung auch sehr stabil. Ohne, dass hier irgendwer ein ASMR ausartet. Zack. Außer ich. Ja, yeah. Vitalwallung. Los geht's. Oh, ist so eine Art Buff gewesen. Das lesen wir uns gleich in Ruhe durch. Jetzt müssen wir erstmal heftig unsere Combo brettern hier. Zack. Schön rein da, Junge. Bam. Ja, ich sag mal so, wenn die so weiter tanken, dann ist auf jeden Fall sehr angenehm. Aber es kommen noch mehr Ads. Bam. Da gehen wir ran. Oh, und es kommen auch kleine Knospenviecher. Was seid ihr denn? Was, Junge? Schön rauf. Boom. Okay, die sind weg. Da ist gleich der nächste. Gut, dass jetzt die Elche von Bärenbrüdern nicht hier sind. Die hätten gut zu tun. Boom, boom, boom. Und weiter auf den Boss, Junge. Der leidet gerade. Mal gucken, heile ich mich so ein bisschen? Vitalwallung? Ja, guck mal. Oh, ist so ein Seraphil. Ja, 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 so eine kleine Aura. Das war ein fetter Frostzauber. Und da sind wieder die kleinen Knospen. Wusch. Die werden mies aus dem Leben geblockt. Sehr schön. Oh, Big Angriff. Big Angriff. Habe ich irgendwie noch ein Ausweichen oder so? Nee, ne? Ich habe nur ein Hüpfen gerade. Ausweichen. Beständig so eine Rolle machen. Wir haben es fast geschafft. Ja, ich bleibe jetzt auf dem Dicken drauf. Dem hauen wir ja schön welche auf die Backen. Weil der tankt den anderen ja auch da. Ziehen jetzt durch hier. Ich habe ja gleich meinen Heal nochmal. Butz. So. Big Heal. Nice. Und down ist er. Okay. Ja, war doch gut. Easy. Spielinhalt beendet. Ja, das war Final Fantasy. Big End Boss, Junge. Was ist das denn? Ein blaues Ei? Ist Ostern? Hat das wer versteckt? Krass. Walter White war hier. Junge. Wir müssen kochen, Jesse. In Final Fantasy. Yo, Mr. White. Warum hast du einen Speer auf dem Rücken? Gute Folge. Das sieht auf jeden Fall aus wie Drogenkonsum. Wow.
Hör hin. Oh, das Fühl wieder. Fühl es. Denk nach. Das mache ich ungern. Ist bestimmt, als der Mond gerade runterkracht, wa? Schön ins Ghetto rein. Träger des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Heidelins? War das eine der Göttinnen? Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Sehr hübsch. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Schon Fiebertraum. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Also ich sag's, wie es ist, bei dem Dealer kaufe ich nicht nochmal. Da ist er schon. Junge. Na, der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Du bist einfach umgekippt. Ja, der Äther. Ja. Und wen haben wir hier? Oh, so eine Echse. Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häuptling. Aha, die kennen sie echt aus, wa? Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Hier ist Papa Limo. Wir haben Wie fühlst du dich? Gefunden. Besser? Ein Ixal-Häuptling. Ja, wir werden Sumiyan um Rat fragen. Ein großer Kristall? Ja. Frech, siehst du vielleicht auch Sterne? Sorge. Ja. Verstanden. Ich melde mich wieder. Oh, er wird hellhörig, aber. Kuplokop, bitte berichte Sumiyan, was hier vorgefallen ist. Klaro, Kupo! Nice. Dass sie echt eine Stimme haben, ist Top-Tier. Wir müssen weiter. Pass auf dich auf und bis bald. Ja, ich freue mich schon voll. Tschüss. Bundesgartenschau. Oh. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Also Stubben
ist wirklich auch so das ungefährlichste Wort ever. Halt mal. Glaubst du, der Abenteurer konnte Kuplokop sehen? Wir treffen uns am Stubben. Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist ja bekanntlich Verlass. Was, Papa Limo? Wie du meinst, Ida. Papa Limo? Papa Pinguin kenne ich, aber Papa Limo ist neu. Das war schön. Jetzt ist zu Ende. Jetzt sehe ich wieder andere Nerds. Jawohl, Junge. Welches Schwert. Wir haben ein bisschen zu doll an dem Kristall geschnüffelt, ja. Das war irgendwie nicht ganz ungefährlich an der Stelle. Aber was willst du machen, ne? Manchmal steckst du einfach nicht drin. Wenn wir den das nächste Mal schnüffeln, dann ist das nicht Final Fantasy, dann ist das Final Fentanyl-Missbrauch, Junge. Da musst du wirklich aufpassen, dass du hier nicht das Falsche installierst, ja. Ja, sehr cool, diese Sequenzen. Also, FPS brechen gerade ein, weil ich kurz rausgetappt bin, um zu scrollen, damit ich das Abo auch richtig sehe. Jetzt wieder fein. Und schön synchronisiert, super netter Flow. Nicht wirklich einen Plan gehabt, was da abgeht, aber tolle Optik auch in der Sequenz. Die Mucke, die kenne ich ja auch von 16, ne? Die haben sie vermutlich einfach gerne immer im Hintergrund dudeln. Fight war jetzt nicht so atemberaubend, aber darum ging es, glaube ich, auch nicht, ne? Da haben sie vor allem sichergestellt, dass du auch als Anfängerdödel auf jeden Fall nicht verreckst. Das ist schon mal schön. So. Schwert aus dem Stubben ziehen. Was wäre, wenn wir uns küssen würden? Am Stubben. Oh ja. So läuft... So läuft das RP hier. Junge, alles beginnt am Stubben. Ich mag das voll gern, Stubben. Das ist so ungefährlich. Es könnte Essen sein wie so ein Stollen. Weißt du, ein Stubben, Essen. Könnte ein Treffpunkt sein, wo einfach nichts passiert. Weißt du, kannst du einfach hinsetzen, wir treffen uns am Stubben. Könnte auch ein Getränk sein. Klingt total ungefährlich. Ich trinke einen Jägermeister oder ich trinke einen Stubben. Da weißt du, nichts wird passieren. Musst vermutlich nicht mehr bezahlen. So. Ey, der Stubben ist einfach alles und nichts. Ich bin Fan. Porsche Cayenne, ich bin Stubben-Fan. Haben schon viele Deutschrapper so gerappt. Und spätestens jetzt verstehe ich auch, warum. Dann sind wir wieder zurück. Hallöchen. Und das ist es ja auch schon hier. Das ist der Stubben. Junge. Das ist unglaublich. Vermutlich, wenn du hier stolperst, dann hilft dir der Boden wieder auf. Weißt du? Das ist einfach nett hier. Ich finde das fantastisch. Gut. Galfried, das war echt ein weirder Trip. Also, da gibt es andere, die hättest du losgeschickt, die wären da nie wieder runtergekommen. Ja, ich sag's nur. Kraftos, du bist ja zurück. Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, war aber zu weit weg, um einzugreifen. Toll. Ist alles in Ordnung? Scheint so. Hoffentlich konntest du am Mogri-Stubben etwas herausfinden. Yes, ich habe ein Zeremonialschwert. Ein verziertes Schwert, das du aus dem Mogri-Stubben gezogen hast. Bitteschön. Oh, ich wollte es benutzen. Missklick, erstmal Questgeber abgestochen. Sorry. Wir brauchen einen neuen Timmy. Dieses Schwert steckte drin und ein toter Xer lag daneben. Nun, das ist auf jeden Fall ein Xer-Schwert. Und zwar ein Zeremonialschwert. Es wird nur bei bestimmten Stammesritualen eingesetzt. Die Xer setzen sonst kaum einen Fuß in das Gebiet des Waldes. Der Mogri-Stubben ist ja genau vor unserer Nase. Was haben sie nur vor? Ja, wir berichten weiter. Was meinst du? Zwei Personen mit seltsamen Messgeräten? Ah, dann hast du wohl Bekanntschaft mit Ida und Papa Limo gemacht. Sei beruhigt. Die beiden sind auf unserer Seite. Zwei Weise von weit her, die das Klageregiment und Nofikas Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben. Ihre Gewänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich, aber sonst ist nichts von ihnen zu befürchten. Über die verdächtigen Personen haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Xal. Wie dem auch sei. Vielen Dank, Kraftos. Wir können uns glücklich schätzen, einen so fähigen Mitstreiter wie dich an unserer Seite zu haben. Nice one. Abschließen. Dö-dö. Lässig. Okay, cool.
Haben wir noch irgendwas bekommen? Beim Charakter gelöst? Sieht nicht so aus. 0011. Na gut. Ja, lässig. Der Stubbenjunge. Ich sag's immer wieder. Der ist es einfach. Der ist es. Garfield, was hast du noch für uns? Mückeneier. Wir haben hier die komplette Prophezeiung. Außerkörperliche Erfahrung. Und jetzt erstmal ein paar Mückeneier sammeln. Ich habe Hunger, weißt du? Und nur Mückeneier können meinen Hunger stillen. Ach, eine Bitte habe ich noch an dich. Wir brauchen dringend Stechmückeneierbeutel für die Erforschung einer Krankheit. Ach so. Bei dem bei dem Versuch, sie zu besorgen, wurden leider einige Rekruten schwer verletzt. Hier in der Nähe schwirren genügend Stechmücken umher. Kannst du 3 erlegen und ihnen ihre Eierbeutel entnehmen? Das ist doch sicher ein Kinderspiel für dich. Sehe ich aus, als könnte ich gut Eierbeutel entnehmen. Okay, das ist gut zu wissen. Bring die Eierbeutel dann zu Gilberts Wachturm und liefere sie dort bei Monranguin ab. Er kümmert sich um die Beschaffung der Forschungsobjekte. Monranguin, okay. Stabil. Der hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Namen. Das ist ein Anfang. Ja, wir haben es fast um 10, ne? Gute Nacht an alle, die sich langsam auf den Weg machen. Möget ihr final fantasieren in euren Träumen. Und so. Die Stechmücken, ja, wo sind die denn? Die Miesen? Muss die Karte, glaube ich, mal größer ziehen, oder? Bisschen ranzoomen? Sonst überlappt sich das wieder. Da, der rote Kreis ist es. Ach, Leute, ich habe so ein glänzendes, leuchtendes Symbol gesucht. Aber nein, die Mücke ist ja nicht nur eine. Die haben mir richtig Hochrisikogebiet, ne? Schön Zeckensaison, Junge. Ganz gefährlich. Ei, ei, ei. Aber die hauen wir weg. Die sehen bestimmt richtig widerlich aus, oder? Sind das vielleicht sogar die ersten Gegner? Das sind die Mücken? Jo, was? Das ist eher so eine Bremse, wa? So eine Stechfliege. Iu, Junge, der Rüssel. Ach, du Scheiße. Das ist nicht schön. Das ist ja wie beim großen Krabbeln, als sie in dieser Insektenbar sind und da dann die fetten Schmeißfliegen. So sieht der aus, der Onkel. Naja, erst einmal bei Vitalwallung gucken. Du erzielst mit der nächsten physischen Waffenfertigkeit während der Wirkungsdauer einen kritischen Treffer und absorbierst außerdem LP. Oh, ist doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Ist ein Effekt aktiv, der deine Rate kritischer oder direkter Treffer steigert, erhöht sich auch der Attackenwert. Aha, wirkt nicht auf Schaden über Zeit. Schade, das wäre ja OP. Schön in eine Blutung rein. Das heißt, wir können den anmachen und dann... Bam, Junge! Ehrenlos weggekrittet. Okay, sehr, sehr schön. Her mit euren Eierbeuteln, ihr Schlawiner. Monsi mit der 16 am Start. Dankeschön, dankeschön. Ja, das ist ja aber easy. Die können ja gar nichts, Junge. Ich hatte mega Angst, aber die Mücke muss brennen. Da bin ich ja übrigens auch allergisch gegen, ne? Einfach gegen alles langsam, was existiert. Aber Mückenstiche war ich schon immer super empfindlich. War so der Typ, bei dem dann aus einem kleinen Mückenstich so eine komplette Blase wird auf der Haut, ja? Richtig widerlich. Darum war diese Quest eine persönliche Befriedigung. Oh, und darum bin ich auch direkt an dir vorbeigerannt. Moin. Hallo, du bist sicher der Abenteurer, der uns bei der Jagd nach Stechmücken unterstützt hat. Ich hab dich schon erwartet. Yes, hier sind eure Eier. Was ist die Beschreibung gewesen? Der prall gefüllte Eierbeutel einer Stechmücke. Nice. Rein damit. Oh, und wie es aussieht, warst du auch schon richtig fleißig. Vielen Dank. Jetzt müssen die Stechmücken-Eierbeutel nur noch zur Jägergilde gebracht werden. Einige Stechmücken übertragen die gefährliche Kettenseuche, musst du wissen. Und die Bruderschaft der Morgenviper und das Klageregiment helfen uns dabei, die Überträger zu identifizieren. Früher starben Hioran, die an der Kettenseuche erkrankten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Einst tobte sie in Gridania so stark, dass die Hioran hier beinahe ausgestorben wären. Doch mittlerweile gibt es zum Glück ein wirkungsvolles Gegenmittel, das die Auswirkungen abschwächt. Trotzdem müssen wir auf der Hut sein und neue Epidemien bereits im Keim ersticken. Also vielen Dank für deine Hilfe. Alles Weitere erledigt die Jägergilde. Stabil. Jo, 2240. Das ist aber eine Menge. Neue Fähigkeit. Jawoll. Oh, ob die Droprate so bleibt, da bin ich auch gespannt. Und ich bin Level 7. Bin hier der Chef bald von dem Laden.
Die ganzen Wachen habt denselben Speer schon, ne? Läuft. Akatsuki, ja. Rollenkommandos. Du hast ein Rollenkommando erlernt. Rollenkommandos sind Zaubersprüche oder Waffenfertigkeiten, die alle Klassen innerhalb einer Rolle, Verteidiger, Nahkampfangreifer, Fernkampfangreifer und Heiler, zur Verfügung stehen. Sie werden auf einer bestimmten Stufe erlernt und können dann auch mit anderen Klassen innerhalb der gleichen Rolle benutzt werden. Deiner Kommandoliste, Hauptmenü Character, schön, dass das jedes Mal beisteht, ne? Die wissen, wie lost ich bin. Wurde die Kategorie Rolle hinzugefügt? Du findest dort deine Rollenkommandos. Okay. Harzer Roller. Chakra. Yo, du regenerierst eigene LP. Junge, ich bin einfach Naruto jetzt. Können wir einen Baum hochrennen? Das ist ja geil. Verlorene Messgeräte. Monranguin bei Gilberts Wachturm möchte, dass du Messausrüstung zurückholst, die ein aufgeschreckter Rekrut in einer Höhle zurückgelassen hat. Welch eine peinliche Wende der Ereignisse. Ich habe einen Rekruten vom Stuppen auf eine Messexkursion. Gut, da müssen wir richtig lesen an der Stelle. Junge, geschickt. Aber der Feigling hat beim ersten Anblick von wilden Tieren den Schwanz eingezogen und Fersengeld gegeben. So gehen wir nicht mit Bitten der Druiden um. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat der Dummkopf auch noch die Messausrüstung zurückgelassen, die uns die Druidin Pauline höchstpersönlich zur Verfügung gestellt hat. Die Druidin Pauline. Geil. Während ich versuche, diesem sogenannten Soldaten ein wenig Rückgrat einzubläuen, würde es dir etwas ausmachen, die Messausrüstung zurückzuholen und sie der Druidin Pauline in Gabinos Laube zurückzugeben? Der traurigen Geschichte meines Rekrutes zufolge solltest du in einer Flusshöhle südlich von hier eine Messtabelle, eine Messleine und zwei Messgerätekisten finden. Möge Nofika über dich wachen. Okay. Yo, stabil. Die Göttin der Jungfräulichkeit, Nofika, die wacht über uns, dann wird es uns an nichts mangeln. Frohen Mutes, nee, wir wollen die Messgeräte. Und die finden wir wo? Da drüben, da unten, da oben? Da brauche ich immer noch ein bisschen, um auf der Karte, weil so viele Symbole sind, ne? Die man auch noch nicht so richtig kennt, diese ganzen artigen Pinnnadeln hier. Da drüben bin ich immer erstmal abgelenkt, ne? Und schau hier drüben, dabei müssen wir da gucken. Da wollen wir hin. Jawohl. Aber Junge, was hat der denn alles geschleppt? Irgendwie zwei Kisten mit Zeug und noch eine Tabelle und... jo. Das hätte ich ja aus Prinzip schon fallen lassen, hätte ich das alles alleine tragen sollen. Was bist denn du? Ein Schwarzmolch. Du bist ja toll. Was du für schöne Glubschaugen hast, aber der schläft, ne? Ja, geht so. Wie die wobbeln. Das ist ja fantastisch. Brotbüchse hatte der auch dabei, ja. Richtig schön von Mutti geschmiert. Und was bist du? Oh, du bist wütend. Wütend bist du. Verstehe. Zack, das ist aber nicht so schlimm. Du bist nämlich auch echt hässlich. Und darum werden wir dich töten. Zack. Ist ein Soulord. Ja, sind wir wieder bei Pokémon. Fantastisch. Aber die sind richtig sauer hier, ne? Die haben wirklich gar keinen Bock. Dann gleich mal rein hier. Boah, mit unserer Crit-Heilung. Sehr, sehr fresh. Okay. Kampfsystem. Bisher von den Fähigkeiten überschaubar. Macht aber Spaß. Es ist nicht einfach nur Auto-Attack AFK. Es war von Anfang an ein bisschen mit Schwung und Rhythmus, weißt du? So, zack hier. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich mal Aggro von mehreren gleichzeitig habe. Glaube, das könnte schon ins Auge gehen, ey. Aber vielleicht auch nicht. Wir looten erstmal. Oh ja, und wovon kriegst denn du Schaden? Von wem anders? Ich sehe den anderen aber nicht. Oh, sind wir vielleicht so gefaced, weil das eine Main-Story-Mission ist? Dass du schon siehst, wenn die anderen was töten, aber du siehst die nicht? Im Boden? Ach so? Oh, das sind Bots, die bewegen sich unter der Karte. Oh krass, das kenne ich noch aus WotK. Da haben die sich auch unter die Map gebuggt. Und dann haben die von unten die Erze abgebaut und so. Oh nein, ey, Bots gehen in letzter Zeit gefühlt mehr auf den Sack, egal wo, als gefühlt jemals zuvor. Bots haben schon immer irgendwie rumgenervt, klar, aber momentan... Junge, sogar in meinen verdammten YouTube-Kommentaren, wenn ich eine Folge Last of Us hochlade. Was ist mit denen? Was soll das denn, Mann? Wirklich, völlig außer Kontrolle geraten. Und auch in Games, ne? Krank. So, jetzt sind wir hier.
Habe ich was vergessen? Nö, ne? Wir sind noch richtig, wie es aussieht. Ah, da glitzert's, da drüben. Messgerätekiste. Ja, ran da. Ihr könnt euch nicht mit uns messen. Ich habe eine geile Knochenlanze. So. Und außerdem habe ich einen Speer in meinen Händen. Ah, damit hat er nicht gerechnet. Aber der wahre Crit ist der nicht vorhersehbare. Sehr gut. Ausrüstung zu Pauline bringen. Wo ist denn Pauline? Da oben. Da können wir hinflitzen, Junge. Schön die Sprinteinheit hier. Let's go. Die gibt's aber nur im Grundspiel. Die müssen nämlich Story machen, um in die Add-ons zu kommen. Aha. Ja, und da haben die Bots meistens nicht so Bock drauf. Ich bin total Fan von den Molchen. Boah. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich hier einen Hunter gespielt hätte oder so und die hätten sich auch ein Pet zähmen können, einfach mit so einem fetten Molch unterwegs sein. Also damals in WoW als erstes Pet irgendwie so eine gefleckte Katze zu haben aus Teldrassil. Da geht natürlich nichts drüber, ne? Ein ordentlicher Nachtsäbler, Junge. Das muss sein. Aber so einen fetten Molch, der am besten dann auch mit so richtigen Splorch-Geräuschen hinter dir herrobbt, das wäre schon auch toll. Den hätte ich dann Newton genannt. Und dann wären wir einfach happy, wir beide. Wer bist du denn? Ey, Shoddy! What's up, Shoddy? Shoddy Wolfsmal. Junge, er ist einfach Assassin's Creed Main, ne? Und er hat eine viel schickere Rüstung als ich. Warum hüpfen jetzt hier alle? Ist ja komplett grenzdebil. Nice, hätten wir mal durchziehen müssen. Mal sehen, wie viele wir hätten rekrutieren können vor der Hütte. Der Hüpfclub. Seid gegrüßt. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, ich habe Zeug für dich. Eine Messtabelle. Und Messgeräte. Und eine Messleine. Jawohl. So. Oh, das ist doch die Ausrüstung, die ich den Soldaten am Stuppen überlassen habe. Beim ersten Anzeichen von Gefahr geflohen, sagst du? Verstehe. Ja, ich meine, wer den Stubben verlässt, oder? Oft genug haben wir Werbung gemacht für das Ding. Nun, noch ist nicht alles verloren. Es scheint, als hätte der Rekrut seine Messaufgabe abgeschlossen. Die Tabelle ist ziemlich ausführlich. Bei all den Veränderungen, die die Katastrophe mit sich gebracht hat, hielt ich es für eine gute Idee, die Bruderschaft der Morgenviper mit einer Reihe von Exkursionen zu beauftragen, um das Land neu zu vermessen. Glücklicherweise sahen die Offiziere diese Aufgabe als ausgezeichnete Methode an, um unerfahrener Soldaten zu trainieren. Ja, richtig gut gelaufen. Wir können uns nicht mehr auf unser vorhandenes Wissen über den Wald der Einkehr verlassen. Wenn wir diese stürmischen Zeiten überstehen wollen, müssen wir unsere Umgebung besser verstehen. Bleib wachsam, Abenteurer. Jo, neue Brust. Ne Hanfkukulle. Klingt wie eine Beleidigung. Du alte Hanfkukulle. Junge, let's go. Und das ist aber hier wieder Kriegergelöt, oder? Die ist geiler. Wieso sehe ich denn das gerade nicht? Alle Klassen Krieger. Gut, ja. Dö-dö. Nehmen wir mit. Geil. Level up ist da. Sehr schön. Der Hanfkukulle, da müssen wir jetzt aufpassen wegen die ganzen Jugendlichen, weißt du? Hier wehen die Asozialen bei der Rewe. Die sie immer das Mario Huna spritzen. Da musst du vorsichtig sein, dass sie dich jetzt nicht überfallen. So, Brust, zack. Junge, jetzt bin ich aber auch hier. So ein Gepanzerter. Geil. Na, jetzt können die uns gar nichts mehr. Yo, schön die aufblasbaren Arme, wie bei SpongeBob, diese Ankerarme. So gehen wir da jetzt rein, nämlich. Nice. Pauline. Ey, alle heißen irgendwie Gabino und sie ist einfach Pauline die Druidin. Was ist denn das da hinten? Was bist denn du? Junge, eine dicke Katze. Sie rollt. Sie rollt. Das ist ja geil. Junge, die sieht wirklich aus wie Katze genommen und dann schön so eine alte Fahrradpumpe, weißt du? Eku, Eku. Fantastisch. Die ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Sehr gut. IRL. Let's go. Die war schön. Da freue ich mich aber, dass ich die gesehen habe. Würdest du mir einen Gefallen tun, wenn du etwas Zeit übrig hast? Ich möchte, dass du in Blankenfels Anolis jagst. Wir Droiden wandern häufig durch Blankenfels, um im Wald die Stimmen der Gebieter zu lauschen. Ja, ich denke immer, die wollen Gebiete sagen, aber die meinen die Gebieter. Mal sehen, wann das in meinen Kopf reingeht. Doch in letzter Zeit werden wir dabei immer häufiger von äußerst aggressiven Anolis angefallen. Seit der großen Katastrophe haben sie sich so stark vermehrt, dass sie sich auf der Suche nach Nahrung immer weiter von ihren Brutstätten entfernen
und den Wald durchstreifen. Wenn du 3 von ihnen erlegst, wird das den anderen Vögeln eine Warnung sein. Ingvar. Euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen Vögeln eine Warnung sein. Außerdem solltest du ein Ei einsammeln, um die weitere Ausbreitung der Anolis-Population zumindest etwas einzudämmen. Bringe es hinterher zu mir. Ich überlege mir in der Zwischenzeit eine geeignete Verwendung dafür. Da hat kurz Borg Utgard gekickt, Junge. Da hatte ich aber Mühe und Not, aus der Sequenz gedanklich wieder rauszukommen, ne? Aber was auch cool ist, weil wir das gerade nicht weiter verfolgen, aber das natürlich trotzdem sehen, wir haben auch immer noch eine Nebenquest direkt parat, ne? Man könnte da auch schön kombinieren. Wollen wir nicht, weil ich ein storygeiler, mieser Hund bin. Aber man muss jetzt auch nicht irgendwie jedes Mal wie in der Stadt vorhin so dreimal durch dieselbe Stadt dieselbe Runde drehen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Frohen Mutes, ja, Frühstückseier da drüben. Was bist du denn? Mikrochuh? Ist jetzt so ein Pflanzenelefant oder was? Ne, das sind mehr Mandibeln als Rüssel, hä? Wir hauen dich mal kaputt. Komm, du kriegst mal richtig welche auf den Latz jetzt. Ich weiß, du hast es verdient. Oh, wir haben Gift. Okay. Big Dots. Und der hält schon ein bisschen mehr aus. Ja, 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 der Mikrochuh. Junge, der hatte Böcke. Okay, okay. Aber das sind nicht die, die wir wollen. Die Nebenquests sind super toll. Lohnen sich auch, später oder so. Ja, gerade wenn man vielleicht dann eine andere Berufung, andere Klasse levelt oder so, ne? Da kann man ja dann auch nochmal gönnen. Da ist er, Anolis. Stufe 9 ist natürlich ein bisschen frech. Kann ich dich erstmal betrachten? Du bist aber auch nicht gerade hübsch, oder? Junge. Das ist wirklich so ein Gesicht, das kann nur eine Mutter lieben. Heiliger. Aber das Auge ist geil, der beobachtet mich. Bombastic Side-Eye einfach ausgeskillt, Junge. Hey, Mann. Ja, Mutter, ich würde mir gern das Auge von Sauron transplantieren lassen. Ja, wenn wir das Gelb anmalen, kannst du das machen. Ja, okay. Ziehen wir durch, hat er sich gedacht. Dann gib mir deine Eier, mein Sohn. So, zack. Rein da. Der sieht alles, ja. Der hat auch schon Dinge gesehen, ne? Oh, aber der kann Eisangriffe. Okay. Der konnte Eisangriffe. Na, dann werden es kalte Eier sein. Aber das passiert im Winter, ne? Dann muss der sich auch gar nicht schämen. Und wir haben Big Void zum Ausweichen hier. Jo, Big Void. Bisschen Jar Jar Binks-Vibe. Ja, so ein bisschen, ne? So vertrottelt echsenhaft. Das sieht man dann irgendwie auch im Auge. Da muss auch so ein bisschen Dummheit aus dem Auge einfach rausschreien. Kennt man ja, wenn man selber in den Spiegel schaut, ne? Da sieht das häufig genau so aus. Nein, bleib stehen. So sieht das hoffentlich nicht aus. Gegen mein Spiegelbild muss sie noch nicht kämpfen. Aber vielleicht war das jetzt ein kleiner Teaser von Final Fantasy, dass sie mich dafür bereit machen sollte. Ich will da mal an eins ranzoomen, ohne dass es mich tötet. Kriegen wir das hin? Ich hoffe ja. Bleib mal stehen. Nein, der ist auch aggro. Die hassen mich alle. Schade. Ich hätte gerne noch mal so ein richtig ehrenloses Close-Up von seinem Maul. Aber ich fürchte, die sind jetzt ein bisschen sauer, weil ich ihre Freunde töte. Und ich kann es sogar verstehen. Aber pass auf, wir wieseln hier nochmal ran. Der ist jetzt aggro. Aber... Nee, 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 der dreht sich immer in meinen Hintern rein. Das ist jetzt auch nicht besonders intelligent. Na gut. Gut, dass wir es am Anfang einmal sehen konnten. Bevor wir jetzt hier den Krieg losgetreten haben mit den Viechern. Wenn die auf Masse angerannt kommen, das ist auch wie bei SpongeBob, Junge, bei der ersten Folge, wo die Sardellen in die krosse Krabbe reinmachen. So stürmen die dann in dein Zuhause. Oh oh. Hab ungefähr ab Level 20 mit Nebenquests aufgehört. Man bekommt genug EP durch die Hauptquest und ein bisschen mentale Gesundheit wollte ich noch behalten. Die Story ist an sich auch schon lang genug, da brauche ich nicht noch irgendwelche beknackten Hol mir mal meine Uhr zurück Quests, wenn ich gerade gegen Gott persönlich gefühlt in den Kampf geschickt werde. Ja, das kann sich dann natürlich auch ein Stück weit ungünstig überschneiden, da hast du recht. Aber habe ich jetzt das Ei vergessen? Frühstückseier. Oh wait, das ist neu. Dachte, das droppen die und wir looten das automatisch, dann haben wir ja vielleicht doch nochmal die Chance. Wait a minute. Das liegt womöglich dann in einem Nest rum oder so. Aha, aha. Aber hier sehe ich es gerade nicht. Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Ich brauche dich nicht. Wir wuseln hier lang. Da ist es. Ah, guck mal, die beschützen das hier. Wir machen jetzt richtig schön Big Pull. Jawohl. Rein da. Na, mal sehen, ob ich das überlebe. Wenn wir gut dodgen, bestimmt. Oh, das werden mehr statt weniger. Das ist immer nicht so ein gutes Zeichen, muss ich gestehen.
Aber noch stehen wir. Big Movement only jetzt. Zack. Sehr, sehr big. Wir haben ja auch unsere Chakra-Heilung noch am Start. Kein Problem. Zwei sind down. Aber der Krieg ist in vollem Gange, ne? Also die wissen schon, warum die mich hier hingeschickt haben. Ja, sammel mal so ein paar Frühstückseier. Dann doch lieber durchs Hotelbuffet kämpfen, oder? Und mit irgendwelchen reichen Omas um das letzte hartgekochte Ei kloppen. Dann noch so ein paar alte Loriot-Gags ausgraben und schon ist das Leben schön. Sehr gut, da ist es. Das Ei. So. Nice. Das klang eher so, als hätte ich es aufgesammelt und dann direkt fallen lassen, aber fertig ist fertig, sagen wir. So soll es sein. Ich empfehle beim Leveln folgende Prio. Hauptquest, Jobquest, blaue Quest. Die schalten Features oder Optionales frei. Alles andere wird erstmal nicht benötigt. Das ist auf jeden Fall eine gute Prio. Glaube, so ähnlich werden wir das auch angehen. Ja, dann hoffen wir, dass die Eier von ausreichender Qualität sind. Und mit die Eier meine ich das eine. Selbst wenn wir mehrere hatten, sind die jetzt leider kaputt. Bin nicht besonders sorgsam damit umgegangen. Aber dann wird halt das Rührei untersucht. Also Essen ist ja auch irgendwie, Kultur kennenlernen ist ja auch untersuchen. Die sollen sich mal nicht so anstellen, weißt du? Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Jagdausflug. Nun werden die Anolis uns Droiden entfrieden lassen, ja, weil alle tot sind. Sodass wir unbehelligt den Stimmen der Gebieter lauschen können. Kannst du das Ei zu Zukamazorn am Stubben bringen? Sie wird sicher über die zusätzliche Ration erfreut sein. Anolis-Eier sind groß und zudem sehr nahrhaft. Damit sind sie perfekt für ein ordentliches Soldatenfrühstück geeignet. Wir machen wirklich Rührei. Okay. Dann ist ja der Zustand nicht so schlimm, in dem ich das jetzt übergeben werde. Und wir dürfen zurück zum Stubben. Ah, süße, süße Stubbenheimat. Fantastisch. Alles andere lieber für andere Klassen aufheben. Na genau, das war vorhin so ein bisschen der Standard-Tipp. Das ist ja auch eine große Stärke in meinen Augen. Obwohl ich noch nicht weiß, wie es mir gameplay-technisch gefällt oder gefällt oder nicht. Sehr cool hier mit dem Baum. Dass du dann auf einem Char entsprechend wechseln kannst. Und dann hebst du dir so gesehen natürlich ein bisschen Variation auch auf. Ja. Und kannst das dann irgendwie mit demselben Char aber einer anderen Berufung eben machen. Und das ist schon ganz geil. So. Hast du was für mich? Habe ich. Ein Ei. Das Ei eines Anolis. Bitteschön. Das ist ja ein Anolis-Ei. Was für ein Oschi. Damit könnten wir eine halbe Kompanie versorgen. Oder mich. Es war sicher nicht leicht, das Ei zu besorgen. Doch umso mehr freue ich mich darüber. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen und möchte mich dafür erkenntlich zeigen. Oh, mit einem Bronzespeer? Hallo. Oh, und das ist jetzt kein Ahornzweig mehr, sondern ein flüsternder Ahornzweig. Nice one. Na gut, wir nehmen den Speer. Und wir können den nächsten Jobantrag aufnehmen. Lässig. Und wir haben Kommando Stolperfalle. Na, jetzt wollen sie es aber wissen hier, ne? Jetzt geht's rund. Wo ist er denn? Der verschissene Speer nicht, aber der Bronzespeer. Bronzespeer, yeah. Der sieht irgendwie ziemlich lahm aus. Kann ich den Knochen wieder haben? Nein? Na gut. Bin ja auch kein Hund, ne? Was soll's. So, Garfield. Kraftos, den Göttern sei Dank. Yo, wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Und ich würde dich gerne um deine Hilfe ersuchen. Bitte hör mich an. Spuk im Geisterkerker. Oh. Jetzt wird's aber hier gefährlich, Junge. Ist ein Behornzweig jetzt, genau. Also gut, hör genau zu, uns bleibt nicht viel Zeit. Südöstlich von hier liegt der sogenannte Geisterkerker. Er wurde bei der großen Katastrophe zur Hälfte zerstört. Da wir ihn in der Obhut des Waldes überlassen wollten, haben sich einige Druiden ins Innere begeben, um ein Rückgaberitual abzuhalten. Allerdings scheint dabei etwas missglückt zu sein. Wir haben soeben erfahren, dass die Druiden und ihre Wachen von einem gewaltigen Schatten angegriffen wurden. Ja, du hast richtig gehört. Ein Schatten. Ich würde ja gern eine Einheit meiner besten Bogenschützen entsenden, aber die kümmern sich bereits um die Horde Ixal, die vor kurzem erst im Westwald aufgetaucht ist. Dieser Zeitpunkt kann kein Zufall sein. Ich vermute, die Ixal haben irgendwie Wind von der Sache mit dem Ritual bekommen und versuchen nun, es zu stören.
Dadurch versuchen sie, unseren Bund mit den Gebietern zu sabotieren. Dieser Plan darf nicht aufgehen. Ich möchte dich bitten, zum Geisterkerker zu gehen und die Situation zu bereinigen. Wirst du dabei helfen, ja, Mann? Aber ich kann langsam nicht mehr reden, Onkel. Ich bin dir überaus dankbar. Ich werde dir jede Unterstützung zukommen lassen, die ich aufbringen kann. Nun, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Also beeil dich lieber. Tada! Nice. Haben wir wirklich einen Timer? Nein. Sehr gut. Dann würde ich nämlich fast sagen, wir machen uns mit unserem coolen Teleport oder Rückführung genau nach Gredinia und gucken dabei unseren Pikenier nochmal vorbei, weil die scheinen ja auch noch eine Aufgabe zu haben. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal damit starten.